Arkham City dicht gemacht haben. Hallo Leute, wir spielen weiter an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und der Riddler hat sich gezeigt. Der Nervbolzen. Anscheinend hat er... Oh, das fing ja gut an. Was war das denn? Gollum, Gollum. Mann. Na gut, anscheinend hat er Catwoman in seiner Gewalt. Vergiss nicht, dass wir Pinguin später treffen. Ja, Pinguin, der wartet auch noch. Er hat was Besonderes geplant. Okay. Dann schauen wir uns mal an, wo wir hin müssen. Um die arme Catwoman zu befreien. Fliegen wir noch eine Kurve? Ja, wir fliegen noch eine Kurve. Was erkennst du von deinem Aussichtspunkt? Beute, die dich nicht mehr fürchten. Eine tote Stadt bereit für deinen Untergang. Zum Leuchtturm. Morgen los geht der Aufstand. Es läuft immer gleich. Erst ist es ein großer Spaß und dann kommen irgendwelche Leute mit ihrer tollen Ausrüstung, nehmen das Ganze zu ernst und verderben uns den Spaß. Was ist hin, da unten nehme ich Wie nennt an. Man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Weiß nicht. Ein Helm, so nennt man ihn. Haha. Ich raff's nicht. Willst Batman drängen? Okay, ihr seid dran. Er macht Witzchen über mich. Jetzt mit dem Knüppel. Tja, wenn ihr Knüppel mitbringt, solltet ihr auch damit rechnen, dass man sie euch abnimmt. Na, das schaut doch schon ganz nach Riddler aus. Ah, Catwoman. Ah, da sitzt er. Batman, das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Nee. Für was halt denn? Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen? Ach, man kann mit Catwoman kämpfen. Ja gut, dann machen wir sie mit Catwoman fertig. Nur für dich. Da guckt er. Was ihr für ein Paar habt ihr? Zusammen seid ihr gerade. Dann mal los. Zu überleben. Erfreue dich daran, solange es geht. Ritter, ich habe mehr für dich geplant, als Dinge zu schlagen. Catwoman, beweglich wie eh und je. Wie, das war's schon? Noch welche. Ich will noch welche. Spaß, dunkler Ritter. Denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese Kessel.
große kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, macht das Kätzchen bumm. Nun steh nicht einfach rum, dunkler Ritter. Ah, sehr lieber Peitsche dabei. Setz dich in den aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Ich bin bald zurück. Und zwar so bald wie möglich. Typen wie Eddie ließen mich in Ruhe, bevor ich mich mit dir vertragen habe. Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düsterer Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Ja. Die roten Türen sind zu, nehme ich mal an. Worauf wartest du? Muss ich erst meine Klauen ausfahren? Ja, bitte. Lass mich nicht warten. Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Na, oh, bist du ein Drecksack. Rittlers Rache. Eine Herausforderung im Cauldron-Bahnhof? Also gut, Nigma. Ich spiele deine Spielchen und werde gewinnen. Selinas Leben hängt davon ab. Okay. Spielen wir mal das Spielchen mit. Seh dich um, das gehört jetzt alles uns. Wir können machen, was wir wollen. Ich habe ja Barkovs gesehen, Mann. Die meisten sind bei der Evakuierung weg. Die übrigen machen nichts. Die sind in der Unterzahl. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Oh. Überall Panzer. Große, kleine. Würde mich nicht wundern, wenn die plötzlich auch noch fliegen könnten. Oh, wie soll das denn gehen? Tiefer noch. Der verrückteste von allen. Ist noch schlimmer geworden. Er redet nur noch über Batman. Er denkt nur noch an Batman. Er hat 3 Tage lang von Tieren gefaselt, die Fledermäuse fressen. Vor allem Eulen. Na, da ist wieder eine Bombe. Thank you.
die Bombe nehmen wir erst mit. Fertig, Sir, die Verbindung steht. Sir, wie erwartet, wurde ein Drohnenkontingent ausgesandt, um sie aufzuhalten. Ich hab ihn, er ist im Cauldron. Er hat eine Drohne erwischt. Nein! Drohne hält Position, unter Beschuss. Mithilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Na, komm, bleib oben. Die nächste. Ausgezeichnet. Bombe entschärft. Ich werde meine Freude daran haben, dein Auto zu überrollen, Batman. Und zwar mit dir drin. So, wo war jetzt der Eingang? Zur Teilnahme bewegen. Ich dachte eigentlich, dass ein so in Wildnisse verliebter Narzisst, der sich Fledermaus-Radkappen zulegt, niemals freiwillig dieser Demütigung aussetzen würde. Er ist neidisch auf meine Radkappen. Doch du bist hier, Detektiv. Deine Demütigung wartet unten auf dich. Unverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dunkler Ritter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Erste Regel. Du darfst mich nur ansprechen mit Riddler, der Riddler oder Mr. Nigma Sir. Ich bevorzuge Drecksack. Detektiv, erwarte ich dein patentiertes, mürrisches Schwein. Zweite Regel. Alle Panzerhandschuhe, in der Maske integrierte Mikrofone und andere Kommunikationsgeräte, aus deiner Mache oder nicht, müssen vor Beginn der Prüfung deaktiviert werden. Wirst du dabei erwischt, wie du sie benutzt, wirst du von der Strecke ausgeschlossen. Ach komm schon. Dritte Regel. Der Einsatz von zweckmäßig erbauter, rätsellösender Ausrüstung ist streng verboten. Mit dem Inhalt deines Gürtels bin ich mehr als vertraut, Detektiv. Und ich werde jede plötzlich auftretende Änderung im Laufe des Abends misstrauisch verfolgen.
Ach komm, halt die Klappe. Also, wir aktivieren die Riddler-Blockade im nächsten Teil. Ich nehme mal an, das ist ein Rennen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Also dann, Servus und macht's.